Sie wollen mehr sein. Anstatt einfach zu danken, dass Gott mich so und so gemacht hat und diesen Auftrag und jenen Auftrag für mich hat. Also, geldliebend, Punkt 2. Prahlerisch, hochmütig oder arrogant kann man übersetzen. Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das ist ein marxistisches Programm. Undankbar, unheilig. Oder man kann übersetzen, gottlos, frevelhaft, gräuelvoll. Ohne natürliche Liebe. Dieses Wort im Griechischen bezeichnet besonders die Liebe zwischen Eltern und Kindern, zu Kindern und Kindern zu Eltern. Also auch das ganze Problem der Abtreibung ist da mit drin. Denn das ist der Mangel an natürlicher Liebe, wenn man bereit ist, ein Kind in den Tod zu geben. Durch eigenen Entscheid. Obwohl es ja Möglichkeiten gäbe, in solchen Situationen zu helfen und das Kind zu retten. Nein, auch der Staat setzt sich nicht ein, wie er sollte, um diese Kinder zu retten. Ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam. Oder man kann übersetzen, ohne Selbstbeherrschung. Grausam, beziehungsweise brutal. Das Gute nicht liebend, Verräter, verwegen. Man kann auch übersetzen, roh oder wild. Aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Die eine Form der Religiosität haben, deren Kraft aber verleugnen. Und schließlich noch 2. Petrus 3, Vers 17. Petrus schrieb aus der Todeszelle in Rom, so kann man sagen, dieser letzte Brief, das war sein Testament. Und am Schluss dieses Testaments schreibt er 3, Vers 17. Im Zusammenhang spricht er über die letzten Tage. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Ich gebe zu, das Wort Ruchloser ist nicht mehr so üblich. Darum habe ich es auch hier weiter erklärt. Athesmos im Griechischen heißt auch Gesetzesverächter, Gesetzeswidriger, Sittenwidriger, Gesetzloser, Ungerechter. Also nochmals. Ihr nun Geliebte, da ihr es vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Gesetzeswidrigen oder Sittenwidrigen mit fortgerissen aus eurer eigenen Festigkeit fallet. Hier sehen wir, dass diese Dinge sind echt gefährlich für wahre Christen, die hier als Geliebte angesprochen werden. Wir wissen, dass diese Dinge kommen sollten. Es überrascht uns überhaupt gar nicht. Das musste so kommen. Das ist der Abfall. Aber wir dürfen als Christen hier keinen Kompromiss eingehen. Wir müssen diese Dinge wirklich sehen als feindliche Dinge. Und wir müssen sehen, dass wir einen Auftrag haben, in diesen Dingen zu kämpfen. Ganz klar uns zu positionieren und nicht so halbe Sache zu machen. Und wir sehen, der Trend auch in den bibelgläubigen Gemeinden ist, dass man sogar diese Musik der Neomarxisten in die Gemeinden reingenommen hat und man passt sich Schritt um Schritt diesem Lebensstil an, sodass für viele gar nicht mehr klar ist, wo steht das in der Bibel, dass man keinen vorehelichen sexuellen Verkehr haben darf. Wo steht das? Wir wissen das nicht mehr. Das hat man früher den jungen Leuten erklärt, dass die Bibel das lehrt, damit sie sich selber bewahren konnten. Vor der Ehe. Gott hat die Sexualität als Geschenk, als etwas ganz Schönes in die Ehe hineingegeben, um zwei Menschen in der Ehe wirklich zutiefst zu verbinden. Aber aller Missbrauch wird verurteilt. Und übrigens das Wort Porneia, das so oft im Neuen Testament vorkommt, bezeichnet im Bibelgriechischen jeglichen Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Also auch Ehebruch, auch Homosexualität, eben auch voreheliche Beziehung. Ja, aber das muss man wissen, um bewahrt zu bleiben. Und dann gibt es junge Leute, die sagen, ja, aber wenn wir so sagen, wir leben zusammen und wir haben uns lieb und wir sind uns treu, dann geht das doch auch. Konkubinat geht auch. Wir müssen das den jungen Leuten erklären und übrigens den Eltern auch wieder. Der Herr Jesus sagt zu der samaritischen Frau, nachdem er das Vertrauen gewonnen hatte, nicht sofort, dann sagt er, ruf deinen Mann. Er sagt, ich habe keinen Mann. Du hast recht gesagt, ich
Ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt, sogar 5-mal verheiratet, aber wirklich vor dem Gesetz verheiratet. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Sie lebt im Konkubinat. Aber das war nicht ihr Mann. Das war Missbrauch. Beidseitig. Die gehörten nicht einander. Die hatten kein Recht aneinander. Also der Herr ist ganz klar in dieser Sache. Und jetzt möchte ich mit dem letzten Vers enden, in 2. Petrus 3, dann kommt Vers 18. Das ist so positiv, nach all diesen traurigen Dingen, die wir besprechen mussten. Wachst aber in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch auf den Tag der Ewigkeit. Und dann endet der Brief mit Amen. Also unser Blick wird gerichtet auf den Herrn Jesus, auf seine Herrlichkeit und dass wir wachsen sollen, ihn immer mehr erkennen sollen, damit er in unserem Leben und auch in der Gemeinde der Liebste ist. Der, um den es geht, allein geht. Und wenn wir so uns eben mit dem Herrn Jesus verbinden und ihn auch im täglichen Bibellesen immer besser kennenlernen wollen, auch im persönlichen Bibelstudium, auch in dem regelmäßigen Besuch der Gemeinde und der Zusammenkünfte und Aktivitäten der Gemeinde, die alle mithelfen sollen, dass jung und alt befestigt wird und in dieser Zeit des Abfalls nicht mit fortgerissen wird. So ist das ganz, ganz wichtig. Aber eben, es geht nicht einfach mit einer Liste, sondern es ist so wichtig, dass wir unsere Herzen mit dem Herrn Jesus, dem Sohn Gottes, verbinden und wachsen in seiner Erkenntnis und damit auch in der Tiefe der Gemeinschaft mit ihm. Und das hilft uns, um in dieser letzten Zeit bewahrt zu bleiben. Und eben, wir müssen ein Feindbild haben. Es gibt viele Christen, die haben kein Feindbild. Und darum suchen sie, was könnte man jetzt für einen neuen Trend bringen, der wieder mal etwas Spannung reinbringt. Und ein Trend nach dem anderen löst den anderen ab. Aber die sehen nicht mehr, wir haben so viele Punkte, wo wir kämpfen müssen und die Wahrheit verteidigen müssen. Und der Judasbrief ist auch ein Endzeitbrief. Und der sagt, dass er geschrieben worden war, um zu ermahnen, für den ein für alle Mal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Und wenn wir gemeinsam eben Feindbilder haben, dann können wir zusammenstehen und können uns auch eine gegenseitige Hilfe sein, um dieser Verführung nicht anheim zu fallen. Ich möchte ganz kurz erklären, für solche unter uns, die noch keine persönliche Beziehung haben zu Gott, wie sie aus diesen Dingen herauskommen können. Der erste Punkt, man muss erkennen, dass Gott existiert. Das ganze Weltall, die ganze Schöpfung zeugt von einem unendlich weisen Gott, der alles erschaffen hat, der da ist. Aus dem Zufall geht das nicht. Aber zweitens, die Bibel sagt, dass dieser Gott heilig ist. 1. Johannes 1, Vers 5. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und da merken wir die Diskrepanz. Drittens, der Mensch ist schuldig. Wir sind von Gott getrennt durch einen Graben. Der Graben ist unsere Schuld. Römer 3, 23 sagt, denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt, alle Menschen. Niemand kann sagen, ach, ich bin ein guter Bürger, ich habe da nicht so mitgemacht wie andere. Nein, wir sind alle vor Gott schuldig und haben seine Gebote gebrochen. Viertens, wir schaffen es nicht. Man könnte ja denken, ich will versuchen, mich da irgendwie hinaufzuarbeiten, mir Mühe zu geben, aber alle unsere eigenen Bemühungen reichen nicht, um zu Gott zu kommen. Römer 3, 23 sagt, denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können es nicht selbst. Wir können uns auch nicht selber aus diesem Dilemma der modernen Zeit befreien. Fünftens, Jesus Christus ist die Brücke. Weil wir nicht zu Gott kommen konnten, kam Gott von oben her zu uns. Der ewige Sohn Gottes, Jesus Christus, wurde Mensch. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und der Jesus hat die Strafe, die wir in Ewigkeit verdient haben,
wegen unserer persönlichen Schuld, die hat er am Kreuz auf sich nehmen wollen, damit jeder, der seine Schuld Gott im persönlichen Gebet bekennt und bereut und ihm dann dankt für die Vergebung durch Jesus Christus, dass ihm ewiges Leben und völlige Vergebung geschenkt werden kann. Und dann wird eben Folgendes wichtig. Punkt 6, ich muss mich bekehren. Wir müssen uns ganz bewusst entscheiden und so zu Gott kommen, durch Reue und Umkehr. Hesekiel 33, 11 sagt, kehret um von euren bösen Wegen. So inständig ruft Gott zu uns. Und dann ist es aber wichtig, siebtens, ein Leben in der Nachfolge. Als Solochrist geht es nicht. Wir brauchen einander, sonst kann man nicht in dieser Zeit bestehen. Und so ist es wichtig, dass man mit anderen, die auch dem Herrn wirklich treu nachfolgen wollen, sich mit ihnen zusammen versammelt und regelmäßig das Wort Gottes liest und auch ein Gebetsleben führt. Das ist ganz wichtig, um dann die weiteren Schritte voranzugehen. Der Herr Jesus ist nicht eine Möglichkeit, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommen wir aus diesem Dilemma heraus. Vielen Dank fürs Zuhören.